Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Der Hauptdarsteller in diesem Video ist nicht dieses herrlich gut aussehende T-Bone Steak, sondern dieser Kasten hier. Das ist die Roastkiste bzw. ein Beefer oder auch genannt Oberhitzegrill vom Barbecue Toro. Bei dem werde ich heute für euch ein kleines Unboxing machen, werde euch zeigen, wie ihr den aufbaut und wie sich der im Praxistest eignet. Und das alles seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Freunde, viele von euch kennen es bestimmt beim Barbecue, beim Grillen mit Bekannten und Freunden und der Verwandtschaft. Das perfekte Steak zu servieren ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Man möchte ja, dass man da wirklich eine richtig schöne Kruste drauf zaubert. Und auf dem Grill kann es manchmal sehr schwierig sein. Die Temperatur passt nicht und andere Faktoren spielen damit rein. Auf dem Markt gibt es ja bereits reichlich Oberhitzegrills bzw. Beefer. Und auch Barbecue Toro hat jetzt endlich einen auf den Markt gebracht. Wir haben hier die Roastkiste. Ich freue mich, die euch heute vorstellen zu dürfen. In diesem Sinne auch vielen herzlichen Dank an Barbecue Toro, die mir dieses Gerät hier zur Verfügung gestellt haben. Das werden wir heute ausgiebig testen. Hier ist es schon ausgepackt. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung und da werden wir das Ding für euch auspacken und zusammenbauen. Wir starten jetzt mit einem kleinen Unboxing. Wir haben hier ein schönes kleines Messer und werden uns das Paket erst einmal schön aufschneiden. Wie es bei Toro so ist, haben wir hier einen Karton im Karton. Den werden wir uns hier noch schnell ein bisschen freischneiden. Ja, so sieht das Ganze dann hier aus. Und dann werden wir das auch noch aufschneiden. So, wenn wir dann alles schön ausgepackt haben, haben wir letztendlich hier unser Grundgestell von unserem Beefer bzw. Oberhitzegrill. Dann haben wir hier unseren Anschlussschlauch für die Gasflasche. Wir haben hier einmal eine Schiene, wo wir später unseren Rost einsetzen können, dass wir das raus und reinziehen können. Hier haben wir noch ein paar Füße und so einen Regler in unserer Tüte. Mit dabei, wie es in der Beschreibung auch hieß, unsere Abdeckhaube. Die hitzebeständigen Handschuhe von Barbecue Toro sind mit dabei. Und hier drüben haben wir noch zwei Führungsschienen. Einen Rost, eine Fettfangwanne und hier vorne haben wir noch so eine Frontablage. Das werden wir jetzt alles mal kurz zusammenbauen, für euch natürlich auch wieder im Zeitraffer. Ja, so sieht unser Baby jetzt hier dann aus. Also ihr habt gesehen, in ganz wenigen Schritten kann man den auch super schnell, super leicht zusammenbauen. Eine Sache müssen wir jetzt noch machen. Dazu brauche ich ein kleines Helferlein. Moment. Und zwar haben wir hier eine Batterie in der Größe AA. Also ich sage immer die Gameboy-Batterien, die man früher im Gameboy gebraucht hat. Und die brauchen wir jetzt auch für unseren Pizzo. Da schaut doch mal bitte mit her. Und zwar haben wir hier so einen schönen Drehverschluss auf der Rückseite. Den werden wir uns hier einmal nur aufschrauben und dann werden wir uns unsere Batterie hier einsetzen mit der Minusseite nach hinten und das Zipferl da schaut zu euch. Schrauben uns das wieder fest. Jetzt werden wir das Ding entzünden und das ist eigentlich ganz einfach. Also wir haben die Batterie eingesetzt und jetzt, wenn man hier auf den Knopf drauf drückt, dann geht der Piezo los. Vielleicht kann man es hören. Hört man super, jawohl. Und dann drehen wir das Ding einfach hier nur auf Maximalgas und dann sollte irgendwann die Zündung erfolgen. Ja, unsere Roastkiste ist entzündet und wenn wir jetzt hier mal runterschwenken, tada! Urplötzlich haben wir hier ein wunderschönes T-Bone Steak liegen, das werden wir uns jetzt dann hier angrillen. Wir haben dazu einfach nur noch einen Steakpfeffer und zwar den Ultimate Steakpfeffer von der Grill Show und dann werden wir jetzt einfach mal beginnen.
Das Steak haben wir jetzt hier auf unserem Rost positioniert. Jetzt haben wir hier nur noch unseren Halter und den werden wir hier einfach einmal so einhebeln. Und dann kann man das schön bequem hier so anheben. Und jetzt werden wir das schön einführen. Wir wählen jetzt mal die zweite Schiene aus hier und dann werden wir den hier schön reinsetzen. So, nach gut einer Minute werden wir das jetzt hier mal rausziehen. Und wie wir sehen, haben wir hier schon richtig gigantische Röstaromen oben, so wie man das haben möchte. Das Steak werden wir jetzt einmal umdrehen. Jetzt wäre es praktisch, wenn ich eine Grillzange mit heraus hätte. Zack. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder ab in unsere Roastkiste. So, wieder eine Minute später werden wir unser Steak wieder rausholen. Also und die Temperaturen, die wir hier haben, die sind wirklich sensationell. Wir sehen auch, wir haben überall eine schöne gleichmäßige Bräunung. Und jetzt werden wir hier oben einfach unseren Gasregler auf die niedrigste Stufe stellen. Wir werden unser Steak dann hier unten auf der untersten Schiene einsetzen. Also ihr seht, das T-Bone Steak hier mit knapp 600 Gramm ist schon fast zu breit hier, aber das kriegen wir trotzdem noch rein. Und hier lassen wir unser Steak jetzt noch mal ein bisschen nachziehen, dass wir ungefähr eine Kerntemperatur von 60 Grad zusammenkriegen. So, wir haben unsere Kerntemperatur erreicht und jetzt schaut euch das Steak mal hier in richtigem Tageslicht an. Also wirklich hervorragend. Das werden wir jetzt ein bisschen hier ruhen lassen, dass sie die Säfte da drin schön verteilen können und dann werden wir das anschneiden. So, jetzt werden wir uns unser Roastbeef hier, das ist die rechte Seite, die größere Seite, die werden wir uns jetzt hier mal vom Knochen schön versuchen abzutrennen. Und dann werden wir uns noch unser Filet hier ablösen. Also von dem Roastbeef werden wir jetzt hier auch mal einen schönen Mittelschnitt machen. Und jetzt schaut euch das bitte an, Freunde. Fantastisch. Also wirklich super Garpunkt erwischt. Das Ganze ist mega, mega saftig. Oh, ich fange jetzt gleich sabbern an. Hier werden wir uns jetzt ein paar Tranchen runterschneiden. Dann werden wir uns hier ein bisschen was von dem Ultimate Steak Pfeffer hier von Johnny hergeben. Wir werden uns so ein Stück hier schön einditschen. Jo, dann heißt es hinein damit. Guten Appetit. Ein bisschen kauen später, Freunde. Ich muss euch sagen, sensationell. Also so ein geiles Steak habe ich meinen Lebtag noch nicht gegessen. Die Kruste oben einfach nur perfekt. Ihr habt da so richtig knackig geile Röstaromen oben. Das gibt dem Ganzen einen Geschmack. Unbeschreiblich. Also auf dem Grill braucht er wirklich viel, viel Bums, damit er wirklich sowas zusammenbekommt und auch in der Gusspfanne das zuzubereiten, sehr, sehr schwierig. Für mich das Ding ein absolutes Muss in jedem Grillhaushalt. Ich werde mir jetzt erstmal einen Steak schmecken lassen und danach gibt es für euch das große Fazit von unserer Roastkiste. So Leute, jetzt machen wir hier für euch ein kleines Fazit. Ich versuche das Ganze so kompakt wie möglich zu gestalten, ohne dass ich jetzt hier groß den Text erzähle. Also von mir gibt es für dieses Ding definitiv eine Kaufempfehlung. Ich habe schon ein paar Videos gesehen über diese Beefer und manche haben immer behauptet, bei denen Beefer ist, dass das Ganze sehr ungleichmäßig gegart wird, dass es hinten sehr, sehr dunkel hinbekommt und vorne wird das Ganze dann eher etwas hell angebräunt. Ist hier nicht gegeben, also ich fand hier von einer sehr, sehr gleichmäßige Bräunung statt. Ist für mich natürlich auch das erste Mal, dass ich jetzt so ein Ding hier benutzt habe. Ich habe noch nicht viel Erfahrungswert, aber kann halt auf das schließen, was ich halt von anderen Videos schon gesehen habe. Und in diesem Sinne muss ich sagen, einfach ein klasse Teil. Ansiedeln würde das Ganze jetzt auch abgeleitet von den anderen Videos, eher so in der
Mittelklasse, also nicht zu vergleichen mit einem Gerät jetzt vom Discounter, aber auch nicht mit Top-Modellen. Vom Preis her ist es das Allergleiche, siedelt sich im unteren dreistelligen Bereich an. Möchte nicht genau sagen, wie der Preis ist, weil in einem halben Jahr kann das Ganze schon wieder ganz anders da ausschauen, wenn ihr das da vielleicht anguckt, als es jetzt ist. Und ich werde euch alles verlinken in der Infobox, da könnt ihr das alles haargenau nachgucken. Fettes Merci nochmal an Barbecue Toro, die mir dieses Gerät hier zur Verfügung gestellt haben. Hat mich mega gefreut, also für mich ist hier wirklich ein großer Traum in Erfüllung gegangen, endlich so ein Ding als mein eigen zu nennen. Und da werden noch einige wunderschöne Dinge folgen auf diesem Gerät. Das kann ich euch versprechen. In diesem Sinne möchte ich ja zum Schluss kommen. Ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir doch den Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar da. Sagt mir mal, ob ihr auch so einen Beefer habt. Ist das Quatsch? Braucht man so ein Teil? Oder ist es wirklich sein Geld wert, was man dafür ausgibt? Meine persönliche Meinung ist ja. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, hier oben könnt ihr das gerne nachholen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Danke euch fürs freundliche Zusehen. Euer Mac Allister. Macht's gut. Ciao.